even get to cross. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir sind in der Chaos-Theorie im Jurassic World unterwegs und wir schauen uns hier erstmal unsere Dinosaurier an, oder? Die wir hier beim letzten Mal, ja, total toll einfach alle reingeflogen bekommen haben, ohne überhaupt zu wissen, was hier überhaupt abgeht. Wir sollten dringlichst versuchen, den Zaun zu upgraden, weil hier Captain T-Rex... Die Oberechse ist gerade voll abschnarchen, aber wer weiß wie lange. Ne? So, öffne Jurassic World. Will ich eigentlich noch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Weil aus Gründen. Wir haben nämlich noch ja keine Dingsbums hier. Eine kleine Einrichtung sollten wir auf jeden Fall schon mal bauen, dass sie hier so Sachen kaufen können, oder? Oder müssen wir hier so eine Meile bauen? Nee, ungerne. Würdet ihr gerne hier rum drapieren, wenn es geht irgendwie? Oder warte mal. Wir machen mal so eine Abzweigung. Ja, da kümmern wir uns später drum. Jetzt bauen wir erstmal einen Weg. So, dann machen wir daneben noch eine, oder? Dann machen wir mal zwei auf einen Weg. Voll schlau, oder? So, guck. Na, theoretisch bräuchten wir aber erstmal nur drei, oder? Oder gleich sechs. Weil das ist nicht so teuer, das Ding, ne? Die haben hier auch keinen Strom. Wir sollten dringlichst gucken, dass wir hier irgendwie an ein Kraftwerk rankommen. So, weil die sind nämlich out of order. Strom. Oh, der T-Rex ist wach. Der schreit nach seiner Mama. Der hat bestimmt Hunger. Hallo? Generator? Ah, da steht schon einer. Ich würde gerne... Oder ungerne eigentlich hier ihn hinpacken wollen. Mal, hier ging noch gerade. Da. Hilft ja nichts. So. Dann haben wir bald keine Kohle mehr, aber unsere Parkbewertung sollte dann eigentlich steigen, weil ich muss ganz dringend upgraden. Und zwar gibt es hier Donuts. Das ist schon mal okay. Ja. Wir müssen hier Luxus wartet, ne? Ein Fischtank. Und... Das. Und so. Okay. Dann gibt es hier andere Speisen und zwar Getränke. Zu Getränke ändern. Ja, mach doch. Konfigurieren. Ingwerbier. Okay, gibt nicht viele verschiedene Varianten. Dann habe ich aber schon eine Idee, was wir generell machen. Ein Fernseher, warte mal, oh, hier, warte mal, waren die Stats gerade echt gut? Hier, ne? Springbrunnen ist immer geil. Und wir müssen noch Luxus hochschieben, machen wir mit einem Fischtank. So. Okay. Hier gibt es was zum Einkaufen, und zwar... Dein Park ist geschlossen, öffne ihn, damit Gäste hier rein können. Nein, ich bin noch nicht fertig, Mann. So. Freizeitbekleidung. Davon sollten wir mehr bauen, ne? Okay. So, haben wir das. Die sind versorgt. Das gleiche hätte ich theoretisch hier hinten nochmal geplant und da. Oh, was haben wir noch? Noch nichts weiter, ne? Hier, das ist natürlich mega geil. Müssen wir erforschen. Forschungsbaum generell. Parkbewertung 0,5. Wir brauchen unbedingt Elektrozaun, ne? Der mittlere. Eigentlich brauchen wir den ganz großen, ultra verstärkt mit richtig viel Stahlbeton und Hochspannung.
Und das müsste theoretisch doch das Gebäude sein, wo der T-Rex drauf steht im Abspann vom ersten Teil, oder? Theoretisch, oder? Ja. So, wollen wir öffnen? Wo machen wir das? Park geschlossen. Wo öffnen wir denn hier? Mach den Park auf. Wie geht das? Park öffnen. Spannend. Alles bereit, Mr. Masrani? Ja. Das ist es. Jurassic World. Ich frage mich, was John Hammond wohl davon halten würde. Der wäre massiv stimuliert, sag ich dir. Da läuft unsere T-Rexe. So richtig mulmig ist es nicht mit dem, aber wenn die relativ zufrieden sind, dann machen die auch nichts, oder? Außer kommt ein Sturm, dann ist wieder alles Käse, aber okay. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Gäste das bestmögliche Jurassic World-Erlebnis haben. Das sollten wir mit der Erhöhung unserer Einrichtungsversorgung erreichen können. Behalten Sie den Gästekomfort im Auge und sorgen Sie für einen Anstieg. Klar. So, Getränke. Gästegebäude. Forschung verfügbar, verbesserte Einrichtung. Das Ding brauchen wir. Drei Logistik. Das macht ihr wieder. So, dann haben wir Strom. Du, 5. Können wir noch Leute einstellen? Warte mal. Nee. Ja, verdammt. Training, Stufe 1. Naja, so, ich wollte nämlich mittelgroßer elektrischer Zaun. Ja, unbedingt. Ganz doll, hochgradig wichtig. Du, drei Logistik. Wir müssen warten, bis die Forschung durch ist hier. In der Zeit würde ich vielleicht noch einen Getränkeladen bauen und hier hinten vielleicht auch nochmal. Strom haben wir am Ort, das ist schon mal sehr, sehr gut. Einrichtung. Ah, die passt hier am Weg leider nicht ran, ne? Schade. Dann bauen wir das aber so. Dann bauen wir hier einen Weg rein. Und dann binden wir den an. So, dann machen wir das gleiche hier drüben nochmal. Zack. Theoretisch bräuchten wir drei, ne? Da pass auf, da habe ich doch glatt die Idee. So, Straße ran und Judas. Dann können sie nämlich hier sich vergnügen und hier machen wir das gleiche in dunkelbunt. Und zwar bauen wir hier einfach drei Einrichtungen hin. So. Und... So. Dass der da mal gleich rufspringen will, ne? Ist ein bisschen nervig, aber okay. Das Spiel weiß halt nicht, wie ich das will. Katsching. Katsching. Und Katsching. So, so war mein Plan. Funktioniert. Ehre. Jetzt müssen wir das hier alles nur noch aufbauen. Weil gibt es hier Actionfiguren. Können wir so lassen, so, ja? Und das. Okay. Die sehen alle gleich aus, alles mir egal, ne? Würde ich jetzt nicht unbedingt großartig dran rumschrauben wollen. Warte mal. Actionfiguren. Nee, wir machen hier Getränke. Ja. So. Ingwerbier. Hier gibt es Rootbier. Und zwar brauchen die hier ganz dringend. Wir kriegen die Balken ja nicht erfüllt, ne? Schwierig. So, und hier noch was zu essen. Ganz schöne Fusselei, ne? Das hier immer alles durcheinander zu poolen, ey, Wahnsinn. Und dann fragt er tausendmal und dann musst du hier wieder alles machen und gibt's aber Steaks und...
So. Wir können hier ja nicht auf dem grünen Zweig so richtig, ne? Okay. So, und das gleiche machen wir da hinten nochmal. Und dann sollte die Sache aber eigentlich laufen. So, hier Actionfiguren. Die gibt was anderes. Hüte. So. Wir haben Fernseh. Wir haben... Warte mal. Das ist eigentlich ganz geil. Der Fischtank ist geiler. Okay. Dann, was zu essen? Nee, machen wir erstmal was zu trinken. So, ja. Ingwerbier. Ah, lassen wir Ingwerbier. Komm. Das ist gut. So. Ich krieg's nicht komplett hochgepusht, ne? Erhöhe den Gaskomfort. So, wir haben hier. Was war das? Hüte. Bier. Was zu essen? Hier gibt's nochmal Donuts. Oder, ne, komm, hier gibt's auch Steaks. So wie auf der anderen Seite. Beim Einlass, ja, Donuts. So, Steaks. So. Muss jetzt laufen irgendwie. Wenn die... Was? Brauchen wir ein Hotel? Oh, auf jeden Fall. Aber so was von... Wo kleben wir denn die Dinger hin? Da, wo wir Strom haben, wäre nicht schlecht, oder? Theoretisch hier könnten sie gleich inkaufen und hätten alles um die Ecke. Wir bauen mal eins. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Geld achten. Könnte ich mir unter Umständen vorstellen. So. Dann haben wir den Gaskomfort hoffentlich schön hochgeschraubt und wir haben hier Dinosaurier, die sie sich angucken können und die Welt sollte eigentlich in Ordnung sein. Zwei... Ach, wir können wir die hier weiterbauen? Das wäre ja krass. Warte mal. Fatima. Wer bist du? Das wäre ja nicht schlecht. Das hätte ich gerne hier hinten. So, 3,7 Millionen. Wenn wir jetzt neue Dinosaurier brauchen, haben wir ein Problem. Wir können eine Brutstation bauen, ne? Das ist schon mal ziemlich gut. Nur ist die Frage, bauen wir wieder so ein Aufzuchtbecken irgendwo, oder? Wo geht denn dieser Weg hin? Der geht nach da oben. Hier können wir aber nicht bauen, ne? Ne. Bis da und dann ist Essig. Also bis hier, okay. Wäre aber unter Umständen vielleicht ja nicht so dumm, wenn wir so ein Ding wirklich bauen. Vielleicht auch hier hinten. Hier haben wir auch Strom. Ne, hier haben wir keinen Strom mehr. Okay. Dann machen wir da Strom hin, wenn wir keinen haben, oder? Das können wir hin. So. Generatoren haben wir derart viele. Schön. So. Die Sache läuft. Was mit dir? Ah, Pengxin-Alete. Ah ja, auf, wieder mal auffüllen. So, und die Kohle, die verschwindet, ne? Eieiei. So. Na bitte. Wissenschaftszentrum. Wir müssen unbedingt diese Zäune erforschen, ne? Jetzt aber, komm. Wie viel brauchen wir? 3 Logistik. Ihr wieder. Und dann ist bald Ausruhen angesagt. So. Was ist das denn? Futterstation für Fischfresser. Ah ja. Ich brauche das. Hm, 1,5 haben wir. Dann können wir danach den nächsten Zaun gleich upgraden. Das wäre natürlich cool. 61. Was fehlt denn? Ihr habt doch eine Toilette da. Und eine da und eine da. Und der T-Rex sagt, alles ist super. Hm. Was war das? Also mit der Forschung, das ist immer noch echt krass, ne?
9 Feuer. So, was können wir denn hier machen? Wissenschaftler ansehen. Ah, wir können es mir neue da hinzufügen. Was brauchen wir? 3, wir haben 6 davon. Wir brauchen auf jeden Fall was mit mehr Wohlbefinden und mit Logistik. Genetik, Alter. 5. Ey, spring mal nicht zurück. Komm. Ja. Das hier war gut. Und einen brauchen wir noch. Warte mal. Immer zurück. 2, 4, 6. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Logistik und Forschung hätte ich gerne noch. Oder Genetik heißt es, ja. Das ist natürlich krass hier, ne? Ich bin hin und her gerissen, aber eigentlich. Du. So. Positiver Einfluss. Schnelle Expedition. Motiviert. Schnelle Synthese. Schnellerer Blut. Was? Ach, Brutvorgang. Ja, klar. Billigere Forschung. Eigentlich haben wir ein gutes Team, hoffe ich, denke ich. Brauchen wir noch mehr Hotels? Unter Umständen vielleicht. Vielleicht, eventuell. Was kostet das Ding hier? 100.000. So. Stellen wir das mal nach da. Dann kleben wir da noch einen Weg ran. Ich hoffe, das Ding hat Strom, ne? Aber doch, ach ja, direkt vor der Haustür, alles klar. So, können wir auch einzelne Bäume bauen? Das wäre natürlich echt cool. So, zwischen den Bäumen hier so ein paar Bäumchen ist doch nicht verkehrt, oder? Da kann doch ja keiner was gegen sagen, weil ist ja schön. So. Siehste. Machen wir hier genauso, weil es halt cool aussieht. So. Und hier auch nochmal. Siehste, ist doch gleich viel schöner. Ja. Hallo. Großer elektrischer. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Fahrzeugattacke. Na, machst du wieder Kleinholz draus? Was hat er denn? Gefährlich für Fahrzeug. Aber der Rest passt bei ihm eigentlich, oder? Stand. Wassersandbeute. Ja. Hier, richtig. Der Typ, der macht Punkte, sag ich dir. So. 63. Ist nicht wirklich besser geworden, oder? Ah, das Hotel ist noch nicht fertig. Okay. 72. Brauchen wir noch eins? Können wir hier noch ins Rennen schummelt? Ja, machen wir doch glatt. So, Straßenrand, schön verschachteln hier die Wege, dass ja keiner mehr weiß, wo vorne und oben ist. So, uha. Da steht Wald. Schön. Okay. So, Komfort. Zeig mal her. Erhöhe den Gastkomfort. Wie geht das? Parkbewertung. Gäste. Sauer wohl. Hier. Transportbewertung ist schlecht. Schutzraumversorgung ist so. Geht so. Hä, aber warum? Ach, weil die Wege hinten nur so ekelhaft lang sind, ne? Das Ding müssen wir vielleicht nur auftanken. Und die Kohle ist was alle. Schön.
So, vielleicht wäre hier noch ein Schutzraum an die verkehrt, oder? Kriegen wir das? Finanziell kriegen wir das noch hin. So. Dann wird das Ding hier zusammengeklebt und dann sollte das aber eigentlich. Ja, woran liegt denn das jetzt? Anziehungskraft. Nicht sichtbar. Da. Ticketverkauf, Einrichtung. Wir machen gerade noch miese, ne? Weil wir zu wenig Leute im Park haben, kann das sein? Boah, Luxus ist echt schlecht. Abenteuer ist richtig schlecht. Gastkomfort, Transportbewertung ist halt mies. Können wir hier irgendwas machen? Warte mal, da müssen wir das erforschen, oder? Wie geht das? War das hier? Oder Gastkomfort, da, guck mal. Breiter Weg. Das will ich. Wir brauchen 5 Logistik. 2, 4, 5. Und los. Haha. Dann können wir die Eisenbahn bauen. Dann können die nämlich mit der Eisenbahn nach da fahren. Und dann vielleicht auch immer noch mal so rum. Für die dicken Faulen, die nicht laufen wollen. Breite Wege wäre natürlich auch von Vorteil. Dann könnten wir hier nämlich die Meile ein bisschen erweitern. Dann brauchen die nicht hier alle so langlatschen, oder? Und alle zeigen mit dem Finger irgendwo hin, wo ihr nicht ist. Ihr seid schlau. So, schau, wie die Sonne scheint. Na? Erstmal Füße waschen, ne? Käsebeine hat er. So. Ich hoffe mal, warte mal, wie lange dauert das hier? Eine Minute noch. Zündung. So, wir machen mal die Zeit ein bisschen schneller. Und ich habe hier gerade blaue Pfeile gesehen, bedeutet, wir verdienen Geld. Na, da kann man doch nicht meckern. Müssen wir noch weitere Gebäude bauen? Ein Expeditionszentrum sollen wir haben, machen, tun. Hier ist kein Strom. Schade eigentlich. Kriegen wir das hier noch irgendwo rein gedreht? Nö, nee, aber hier, wenn ihr frömmst. Plong. Einschienenbahn freischalten. Eingehende Übertragung. 2 Sterne, Ehre. So. Okay. Achso, wir haben ja auch fortlaufende Geschwindigkeit. Dann bauen wir eine. Die bauen wir nicht. Bauen wir doch. Was kostet das? 125.000. Ah, ja. Das würde ich vielleicht so, ja, theoretisch. Eigentlich hätte ich es ja nicht hier drüben, aber dann haben wir wieder keinen Strom, oder doch? Warte mal. Also hier sagt er, wir haben Strom. Dann bauen wir das dahin. Und dann können wir das hier erweitern? Können wir nicht. Ja, das ist ja schade. Können wir das abreißen? Können wir nicht. Ja, das ist auch sehr schade. Ja, dann wird es jetzt teuer, ne? Dann bauen wir nämlich hier nochmal so eine Eisenbahnstation. Ja, genau, falsch rum gedreht. Schön. Hier haben wir Strom. Das Geile ist, die können von hier aus Dinosaurier angucken, ne? Na, pass auf, dann verbinden wir erstmal nur die beiden Stationen. Und dann können wir das Netz ja immer fortlaufend erweitern. Wo ich glaube, ich gerade ein Freund von bin. Und dann sollte die Sache eigentlich laufen. Geil wäre natürlich gewesen, wenn wir das hier jetzt noch weiterführen könnten, aber nö. So, ja, ein schön großes Gebäude, oder? Fette Baustelle.
So, das wird eingerüstet. Das Ding da hinten steht. Dann können wir da die Schiene schon mal bauen. Das ist gut. Ja. Ja, ich weiß. Schiene bearbeiten. Gib mir das. Da, theoretisch könnten wir schon durch die Gehege fahren, ne? Dann können sie sich die Viecher nämlich anschauen. So, dann würde ich hier so rüber gehen. Dass wir hier das Land darunter behalten. So. Und so. Und immer hier hinten lang und hier so rum. Ah, hier ist es teuer. So. Und daran. So. Na bitte. Mann, ist das hässlich. Aber was willst du machen, ne? Wir könnten auch umlaufend hier so eine Ringbahn bauen. Müssen wir mal sehen. Jo. Machen wir beim nächsten Mal. Schöne Eisenbahnpark. Das sieht aus wie ein Freizeitpark, das Ding hier, ne? So, wie wird das gebaut hier? Geräuschlos, oder? Ja, auf jeden Fall geräuschlos. Aber die Ankühlungs hier sind schon cool. Ja, voll. Hallo. Oh, dahinter mit dem Besucherzentrum. Schon schön, wie hier drüber die Eisenbahn gebaut wird. So, jetzt schupper dich bitte. Okay, du machst gerade andere Sachen. Gut, ja. So, okay. Sehr schön. Anscheinend fühlst du dich wohl, das aber... Ja, doch, doch, auf jeden Fall schön. Ja, definitiv. So, warte mal, ist die Eisenbahn fertig? Nee, noch nicht. Okay. Ich finde die ja schon ein bisschen cool, ne? Ey, wir müssen den Zaun noch upgraden. Ei. Den T-Rex-Zaun. So, dann müssen... Oh, wir haben keinen Strom. Ah, Pengsin ist alle. Auffüllen. Sind die alle leer? Nö, bei dem ist noch... Bei dem ist noch... Bei dem ist schon fast halb leer, so. Bei den Hotels können wir auch mal voll machen. Dann sind wir hier wieder auf dem grünen Zweig. Ja, beim nächsten Mal bauen wir hier die Schiene fertig, bauen den Zaun für den T-Rex eine Stufe schärfer. Hier ist ganz schön doll durchingeniert, dass er nicht durchbricht. Haben wir gebaut. Oder wir müssen den Weg mal ein bisschen umbauen irgendwie. Mal gucken. Ja, also haben wir auch schon mal einen Fahrplan für das nächste Mal. Ich bin gespannt. Hoffentlich passieren ja nicht so dumme Dinge. Aber wenn die Eisenbahn hier fertig wird, dann schauen wir mal beim nächsten Mal, ob der Komfort steigt. Bis dahin, macht es gut. Rinnehauen.